Und jetzt, come on Richie, haben sie da unten gesagt, Richard Freitag. Podestplatz wäre ja auch schon was. Tolle Leistung im ersten Durchgang. Jetzt gilt's. Am Wind liegt's nicht. Der spielt mit. Und am Sprung auch nicht. Der Sprung ist gut. Der Sprung ist super. Der Sprung ist super von Richard Freitag. Das ist noch stärker als Morgenstern. Unfassbar. Richard Freitag zieht das Ding hier nach unten. Andreas Wank als erster Gratulanter. 137,5 Meter. Das reicht, meine Damen und Herren. Das reicht für den ersten Weltcupsieg von Richard Freitag. Deutschland mischt die Weltelite auf. Wann hat es das zuletzt gegeben? Zwei Podestplätze für Deutschland. Der erste Weltcupsieg des Mannes aus dem Erzgebirge. Die Eltern sind am Fernseher. Jawohl, sagt der Richard Freitag. Er macht es seinem Vater nach und gewinnt hier am 11.12.2011. 27 Jahre nach seinem Vater, auch in Harrachov. Es ist ein kleines Wunder, möchte ich sagen. Es ist natürlich harte Arbeit. Da haben so viele Leute alle Kraft hineingelegt. Mal wieder junge deutsche Skispringer ranzuführen. Nach der Ära Hannawald, Schmidt. Dem ist nichts hinzuzufügen. Kyle O'Mart, sagt Caro Ottermann, die Physiotherapeutin. Werner Schuster. Der Österreicher, der weiß auch, was jetzt los ist. Der Wachser, der Servicemann, Roland Audenried, gratuliert. Ist das eine Ansage an die Österreicher vor der Vierschanzentournee? Und das war im Moment des Absprungs, glaube ich, bei Werner Schuster. Da wusste er schon, er hat ihn getroffen. Richard Freitag kommt vom Himmel geflogen als Letzter, fliegt am weitesten, hatte hier nicht die besten Windverhältnisse. Er hat es absolut verdient, hier zu siegen. Es sind die nächsten zwei Podestplätze für das deutsche Team. Alle freuen sich mit. Michael Neumeier ist Neunter geworden. Drei Top-Ten-Plätze. Sepp Kratzer nörgelt da noch ganz kurz rum. Oh ja, weil Richard Freitag zu früh den Anzug aufgemacht hat, glaube ich. Aber das wird nur eine Verwarnung geben. Das ist die Übersicht. 10.000 Schweizer Franken gibt's. Ein Siegerinterview auf Englisch, ein tolles Ergebnis. Wir freuen uns auf deutsche Überflieger bei Matthias Obtenhövel und Dieter Thoma.